Adventszauber im Allgäu. In Bad Hindelang organisiert eine Genossenschaft einen Erlebnisweihnachtsmarkt. Nach 2 Jahren Corona-Pause gibt es wieder vieles zu sehen. Tierställe mit Eseln, Schafen und Ziegen, viele Krippen, eine Christbaumausstellung und rund 130 Aussteller. Drechsler Georg Hörmann ist einer von ihnen. Was ist so das Besondere hier oder warum kommen Sie immer wieder zurück nach Bad Hindelang? Also es war für mich der allererste Weihnachtsmarkt überhaupt. War sehr spannend anfangs und über die Jahre ist es sehr schön zu sehen, dass man teilweise irgendwelche Kinder, die anfangs da standen, laufen plötzlich als Halberwachsene hier vorbei. Und einfach dieser Wiederholungseffekt. Also die Leute freuen sich, dass man wieder da ist und man selber freut sich auch, dass man wieder da ist. Können Sie was über Ihr Angebot, über Ihr Sortiment erzählen? Also ich habe Drechselarbeiten jegliche Form, also teilweise Schalen für Obst oder Zirbelkieferbrottöpfe, so Sachen oder Spielzeug. Sinnige, unsinnige Sachen, die einem eine Freude bereiten. Genau. Und Sie bieten auch Drechselkurse an, habe ich gehört. Genau, ich mache kleine Drechselkurse, kleine 4-Stunden-Kurse, um einfach einen kleinen Eindruck zu haben, wie es sich anfühlt, an der Maschine zu stehen. Genau. Super, vielen Dank. Alles ist liebevoll dekoriert. Ein Hingucker ist das Rathaus. Die Fenster werden zu Türchen eines Adventskalenders. Gegen Abend, wenn es dunkel wird, sorgen die vielen kleinen Lichter für eine besondere Stimmung. Musikalisch wird der Markt von Stubenmusik und Alphornbläsern begleitet. Die vielen Stände laden zum Verweilen ein. Und so genießen die Besucherinnen und Besucher die besondere Atmosphäre im Bad Hindelanger Weihnachtsdorf.